Und da sind wir schon wieder ganz frisch von der Verkostungsfront. Es geht schon wieder um unsere Lieblingsweine der VDP Ortsweine. Dieses Mal haben wir Silvaner probiert. Vier haben wir ausgesucht. Drei Franken, einen aus Rheinhessen. Wir fangen auch gleich an. Richtig. Und zwar, was ist richtig, dass wir gleich anfangen? Dass wir gleich anfangen. Also. Wir trödeln heute nicht einfach so rum, du hättest sondern das, gleich ran. Du hättest das gar nicht bestätigen müssen, weil die hätten es ja mitgekriegt, dass es richtig ist. Verstehst? Ich bestätige aber gern. Ach, Enter. Also, wir sind in Nackenheim. Das ist der Nackenheimer Silvaner. 2017 Weingut Gunderloch. Sind wir jetzt im Chor? Ja, dachte mir, bevor du es nicht raushaust, mach's ich. Ist nur ein bisschen reduktiv? Ja, schon noch ordentlich. Ein bisschen was Pflanzliches, würde ich sagen. Erdig. Ja, erdig, mineralisch und fest und ein bisschen rauchig. Ich finde solche Nasen ja spannend. Es ist zwar jetzt es ist wirklich noch reduktiv und fast ein bisschen schweflig wirkend, aber gleichzeitig hat es Tiefe, es hat Festigkeit, es hat deutliche Minerale. Das Gelbfruchtige ist auch. Man muss dem Zeit geben, es wird was draus. Das ist ganz schlank und elegant. Gleichzeitig hat es aber Substanz. Und das ist, und es zieht richtig schön am Gaumen. Genau. Das, ist, das wollte ich gerade sagen. Das ist richtig straff, saftig, hat einen schönen Zug. Auch am Gaumen eine deutliche Minerale. Ja, würde ich auch sagen. Es hat so was ganz leicht angedeutet Schwarzbeeriges. Was diese Weine vom Roten Hang ja ganz gerne haben. Fast ein Hauch Pfeffer. Mhm. Und einen sehr schönen Griff von ganz zartem Gerbstoff, der überhaupt nicht trocknend oder sowas wirkt, sondern der Rückgrat und Struktur gibt. Der Wein ist leicht, der hat gerade so 12 Alkohol, oder? Aber auch schöne Länge. Also man hat ihn wirklich recht lange auf der Zunge. Ja, und stehen, es ist elegant. Ist und wirklich toll, ja. Kann man sehr gut trinken. Ja, ich würde ihn jetzt noch nicht trinken. Wie gesagt, ich würde noch so bis nächstes Jahr warten. Auch spätestens aber bis dann Weihnachten. Aber dann kann man sehr gut trinken. Muss man. Und mehr. Nein, ich würde sagen zum Beispiel zu Ostern anfangen, okay? Ja. Ja, aber das macht schon richtig viel Spaß. Und das hat was ganz leicht Rauchiges auch. Das wollte ich an sich auch sagen. Wolltest du das? Ja, wollte ich tatsächlich. Okay. Aber... Gut, der nächste Wein ist dann der erste Franke. Das ist das Weingut am Stein. Und zwar mit dem Würzburger Silvaner. Ist jetzt von der Nase her ganz anders, würde ich sagen. Vollkommen. Ist ja viel heller. Ja, wesentlich heller. Es ist jetzt auch der Boden natürlich viel heller. Es ist ja im Wesentlichen Muschelkalk. Es hat auch was, so was Florales dabei. Ja. So ganz helle Blüten. Ja. Wirkt recht fein. Auch so im Ansatz bisschen Jasmin oder so. Also. Und so was so frisch gelbfruchtig. Also nichts, was schon länger irgendwie ist, sondern. Weißt du, was ich meine? Nein, es ist alles sehr hell und sehr frisch. Das stimmt. Ganz ein bisschen kräutrig, aber auch wieder frisch. So bleibt es auch. Ist auch ein Gaumen. Ganz frisch, knackig, hell. Hat Frucht, aber die Frucht ist herb. Das ist weder was Vordergründiges noch was irgendwie eingemacht Wirkendes. Das ist alles knackig, saftig. Und dabei so relativ fest, obwohl es elegant und fein ist. Und so eine ganz feine Säure auch. Mhm. Also wirklich toll. Also die Würzburger sind meistens
die elegantesten und feinsaftigsten von allen fränkischen Spitzenweinen. Also Eschendorf ist zum Beispiel meistens viel kräftiger. Mhm. Auch Iphofen schmeckt vollkommen anders. Etc. hat irgendwas Speckiges. Die Würzburger haben meistens das, wie soll ich das sagen, das Eleganteste, das Tänzerischste von allen Toplagen in Franken. Also, ist absolut Lieblingswein. Ja. Finde ich toll. Macht einen riesen Spaß. Ja. Ich würde auch da eher noch so ein halbes Jahr warten, bis ich ihn trinke. Tropfst du? Dem schaut auch ein Jahr nichts. Lassen wir halt weg. Das Schöne ist, dass bei den Schraubern brauchst fast keinen Tropfstopp, weil die laufen auch so gut. Da ist die gibst Öffnung ein bisschen. Ja. Gibst du mir? Da ist die Öffnung, ausnahmsweise. Die Öffnung ein bisschen größer und das Topf seltener. Also das ist echt wahr. Also so, achso, vielleicht soll ich den herzeigen. Jetzt sind wir bei Reinersauer. Das ist sein Escherndorfer Muschelkalk. Reinersauer hat zwei Escherndorfer Ortsweine. Der eine ist der ohne die Zusatzbezeichnung Muschelkalk. Der Muschelkalk ist wohl, soweit ich das beurteilen kann, rein aus dem Escherndorfer Lump. Der reine Muschelkalk ist der normale Escherndorfer, der auch schon sehr gut ist und wirklich nicht viel Geld kostet. Auch der kostet nicht viel, der kostet keine 10 Euro. Da sind dann Lössanteile dabei, ich glaube so ein bisschen Käuper. Hier ist reiner Muschelkalk. Es riecht ja aber auch schon so ein bisschen. Ja. Das ist wohl eher so der Zweitwein vom großen Gewächs auf dem Lump. So wie das wirkt. Das ist sehr fein, das ist sehr fest, das hat Dichte, das hat eine gewisse Tiefe schon in der Nase. So ganz leicht nussige und hefige Anklänge noch. Hat sowas in sich Ruhendes, obwohl es Leben auch hat. So ganz eigene Geschichte. Das hat was bei den besten 17ern, ich habe es vielleicht schon ein paar Mal gesagt, sehr auffällt. Das ist leichtfüßig und gleichzeitig konzentriert. Ja. Das hat wirklich Dichte, das hat Tiefe, das hat Komplexität und Substanz und gleichzeitig ist das fast tänzelnd. Ja. Obwohl das jetzt, wir haben es vorhin gesagt, Escherndorf gehört eigentlich zu den kräftigeren Weinen. Entschuldigung, jetzt habe ich dich fast über. Aber Escherndorf gehört eigentlich immer zu den kräftigeren. Aber Reinersauer schafft es, das wirklich immer noch leichtfüßig und total fein zu machen. Ist ein herrlicher Wein. Aber wirklich noch ordentlich warten. Der ist jetzt aktuell auch noch recht hefig, würde ich sagen. Also gut. Wobei noch. Der ja mit seinem Saft schon zugänglicher wirkt als die anderen, obwohl das eigentlich Blödsinn ist. Es hat mehr Sinn, hier noch zu warten. Ja, da ist noch viel dahinter. Also der wird noch wesentlich spannender. Vor allem, du merkst hinten raus dann schon, wie viel Mineralik das er hat, dass er wirklich Komplexität kriegt. Und auch wieder so eine kleine Spur rotbeerig. Stimmt. So einen leichten Erdbeer-Himbeer-Touch. Ja, irgendwie sowas. Hat das, gell? Ja. Okay. So, der letzte Wein heute ist noch einmal ein Sauer. Dieses Mal aber Horstsauer. Das ist natürlich auch Escherndorfer. Was soll es auch sonst sein bei Horstsauer? Der hat nur einen. Ist jetzt von der Nase aber auch wieder komplett anders, würde ich sagen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also, da ist jetzt wirklich die Frage, rauszufinden, was macht jetzt diese beiden Lagenweine oder Ortsweine ähnlich, wo sie aus dem gleichen Ort kommen. Ja. Aber Ähnlichkeit, also große Parallelen, finde ich, haben sie nicht. Also von der Nase her zumindest nicht. Das riecht unheimlich kühl. Ja. Das hat was Florales. Aber auch was Pflanzliches. Sowieso. Das hat Silvane ja sowieso gern. Das gehört da ja eigentlich dazu. Was er auch hat, ist was ganz leicht rot- bis schwarzbeeriges. Und kräutrig. Und dann halt Kräuter. Ja. Sehr frische, also das ist total animierend. Ja, also ich würde mich auch trauen zu sagen, so ganz bisschen Zitronenverbene oder sowas. Ganz, ganz schlecht. Mild. Und sehr kühl wirkende Mineralik dahinter. Das alles ist sehr straff, sehr geschliffen.
Sprich, ne, du, also, wenn ich auf dich warte. Nee, alles gut. Also auch am Gaumen ist jetzt wirklich auch, also der nimmt einen mit, der nimmt einen wirklich mit. Er ist sehr vielfältig, bleibt auch schön stehen. Also gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also auch das ist unheimlich geschliffen. Also ähnlich geschliffen wie Rheinersauer vorher. Ist aber von der Aromatik her anders. Ich habe den Eindruck, dass er ein bisschen fruchtiger, auch ein bisschen rotfruchtiger ist, als der Sauer war. Er hat ein bisschen weniger von diesen Hefetönen. Bleibt aber auch wieder, wie wir das vorhin schon hatten, auch das ist konzentriert, ja, auch das hat Dichte und es hat eine unheimliche Nachhaltigkeit. Das ist sehr, sehr lang, bleibt aber gleichzeitig fast tänzerisch. Ja. Das ist ein ganz, ganz eleganter Stil. Auch da würde ich sagen, wenn der so ein bisschen Zeit hat, wenn es mal diese leicht vordergründige Fruchtigkeit, die halt so im Anklängen noch hat, auch das hat so Himbeertöne und so, wenn das mal sich ein bisschen einbindet, wird es noch einmal deutlich beeindruckender und schöner. Und wie gesagt, dieser Schliff, die Brillanz, die der Wein hat, die Eleganz, das ist schon außergewöhnlich gut. Verdienter Lieblingswein. Absolut. Absolut, ja. Vor allem, da hast du ja immer wieder so diesen, fast den Drang zu schlucken. Ja. Ich habe mich schon zusammengerissen. Ja, ja, ich weiß schon, dass du das nötig hast. Also was? Dich zusammenreißen. Oh Mann. Das war doch jetzt wirklich im Zusammenhang verständlich, oder? Dass man mich dann an Sexisten schimpft. Wir müssen Schluss machen. Weil du trinken willst? Grandioser Wein. Ja, es hat auch trotz seiner Schlankheit so einen ganz zarten Schmelz. Ja. Das wird sehr, sehr, sehr schön. Gut, jetzt haben wir es schon wieder. Wie man merkt, machen wir es zurzeit ein bisschen kürzer. Wird nicht immer so sein, aber dieses Mal... Ist doch schön. ja, heute ist aber gar kein Fußball, wir müssen gar nicht weg. Aber wie auch immer, Spaß hat es uns gemacht. Ich hoffe, euch, Ihnen auch. Wir melden uns nächste Woche mit der nächsten Riesling-Runde. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.